Ich sag mal guten Tacho. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hamminkeln. Wir sind auch schon fast da hier. Da ist ja heute Kick-Off. Aber ich werde jetzt noch nicht drauf fahren, wenn ich treffe mich jetzt, obwohl ich habe 20 Minuten, aber... Oh, was steht denn hier Schönes? Der macht Fotos von seinem Bike, ja auch nicht schlecht. Ja, ist voll, wa? Alles Gleichgesinnte. Lecko funny, 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 funny. Geil, geil, geil. Alter, ist das voll hier. War schon mal voller. Oh, ich hoffe, die Halle springt gleich auch wieder an. Ich musste nämlich vorhin überbrücken. Ich hoffe, mit den Windgeräuschen passt das auch halbwegs. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Auspuff auch leicht knallt. So leichte Pops und Bangs macht, wie man so sagt. Jetzt muss ich mir überlegen, wo ist die Tanke? Irgendwo ist nämlich hier eine Tankstelle. Noch weiter rechts. Boah, fette Hinterreifen, das mag ich. Jetzt einfach hier Arschlecken. Doch, ich habe die schon mal gesehen. Ja. Ich hoffe, meine springt jetzt an. Lecko Funny, seine Sports hat aber einen mega krassen Sound. Aua, jetzt ist mir so eine Fliege aufs Auge geflogen. Ja, ist das jetzt dein Ernst? Ich bin eine Biene. So, da sind wir wieder unterwegs hier. Der Gerät fährt wie auf Schienen. Wir machen uns noch mal so ein bisschen auf den Weg Richtung Grafenmühle. Da werde ich mir erstmal eine Pommes mit Kürbis reinziehen. Und dann heute Abend hier
Ja, Kickoff habe ich mal heute komplett übersprungen. Ist auch nichts anderes als wie das Jokerfest. Ja, aber ich glaube, müsste jetzt ja schon langsam leerer werden hier. Ja, ist das schon leerer. Ist schon viel leerer. Er macht immer noch Fotos da von seiner Maschine. Oh, habe ich denn irgendwie ein Thema oder wollte einfach nur gucken? Weiß auch noch nicht. Ich freue mich endlich wieder übers gute Wetter. Ich freue mich, mit meinem Vize durch die Gegend zu fahren. Ich freue mich auf heute Abend. Ein Bierchen auf jeden Fall gibt's. Ein Bier geht immer. Was hat der da vorne für einen Anfall? Hä? Ja. Roller mit Anhänger blockiert die ganze Straße. Ja, toll, ey. In Deutschland darfst du alles. War aber weh, der Auspuff an der Harley ist zu laut. Ja, ich bin mal echt gespannt, wie das mit dem Mikrofon hier geht. Also als ich eben hingefahren bin und da vorbeigefahren bin, war auf jeden Fall noch voll. Jetzt ja, wird es langsam leerer. Ich denke mal, alle, die da so bei Kickoff Open House gucken wollten oder ne, alle aus der Umgebung feiner in solchen Tagen dahin, das ist ja dann Treffpunkt Nummer 1, ist ja auch klar. Thunderbike ist ein cooler Laden, bietet schon was Cooles an. Dann das Roadhouse dort ist echt super, man kann echt gut essen. Und ja, was willst du mehr? So, ich habe das alles zu Genüge schon gesehen. Hätte ich jetzt keine Nachtschicht gehabt, wäre ich auch früher hingefahren. Ich weiß, dass der ein oder andere Abonnent und Kollege auch da unterwegs rumspringt. Aber nee, dann fahre ich jetzt lieber noch eine Runde mit meinem Bruder durch die Gegend. Und ja, wir gucken uns später dann da das Konzertchen an. Und fertig. Aus die Maus. Alles gut angesprungen gerade. Also die Fahrt hierhin hat gereicht, um die Batterie so weit zu laden, dass sie dann doch wieder Saft hat. Ich habe gesehen vorhin zu Hause noch, als ich... Ich glaube, das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesehen und schon mal erzählt, dass hier schon mal so eine Ladebuchse angeklemmt wurde. Aber habe ich natürlich keinen passenden Adapter. Ich habe aber für mein Ladeteil, da war zwei Stück zu Hause, aber auch einen, wo so ein Schnellverschluss dran ist, den werde ich mal anklemmen, weil dann brauche ich nicht jedes Mal die Sitzbank abbauen. Ist jetzt auch nicht viel Arbeit, aber so kann ich, wenn ich dann nach Hause komme, ach komm, steckst du einfach dran. Und dann bist du auf der sicheren Seite, wenn du mal wirklich 2-3 Wochen nicht fährst. Eigentlich hatte ich da keine Probleme mit, aber vielleicht durch den Winter ein bisschen geschwächt oder was. Obwohl ich ja auch gefahren bin, so ist das nicht. Aber doch, ich musste schon mal laden, vor kurzem. Ich denke mal, dass die einfach noch nicht richtig voll geladen war. Und die Temperaturen waren ja zwischenzeitlich noch mal richtig kalt. Also... Ja, werden wir sehen. Was ich auch gesehen habe, wo ich das letzte Mal gefahren bin, wo ich das erste Video gemacht habe mit der DJI, als ich dann abends nach Hause kam, habe ich gesehen, dass von den Zusatzscheinwerfern einer nicht ging. So, dann habe ich da mal so ein bisschen gegengeklopft, dann hat die wieder so gezippert. Also ich denke, da ist irgendwie ein Wackelkontakt oder der Stecker sitzt nicht richtig. Da werde ich mal dran müssen. Mache ich nächste Woche, damit das auch wieder ordentlich funktioniert, weil sowas nervt mich dann. Denn eigentlich im Dunkeln fahre ich sehr gerne mit diesem Zusatzlicht. Alter, wie laut ist seine Sportster? Was hat die bitte für einen geilen Sound, ey? Dagegen hört sich ja meine Twincam an wie ein Scheiß. Ob das so erlaubt ist? So,
sehr bassig, seine Sportster. Finde ich, gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, vielleicht kommt man doch irgendwann mal nicht drum rum, sich vielleicht doch mal eine Klappenauspuffanlage zu kaufen. Ich weiß es noch nicht, aber eigentlich bin ich doch, ich bin sehr zufrieden mit meiner Freedom Performance. Also, ja klar, könnte ein bisschen mehr Bass vertragen. Aber ich glaube, dann bin ich auch wieder auf dem Wege der Illegalität. Ich bin ganz froh, dass hier alles legal ist. Steig nicht drauf ein. Oh, da brennt was. Ach, die sind da am Grillen. Ja, 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 ich freue mich schon auf meinen neuen Benz. Wenn ich denn mal einen gekauft habe. Nächste Woche gehe ich mal einen angucken in Förde und mal schauen. Auch E-Klasse, 3,2 Liter V6 Benziner. Schauen wir mal. Oh, schöner Harley, der Lecco Funny. Leute, wie viele schöne Harleys ich schon auf der Straße gesehen habe heute, das ist krass. Eben an der Tankstelle wurde ich von so einem Mazda-Fahrer oder was das war angesprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Holländer war oder nicht, keine Ahnung. Er fand mein Motorrad schön. Ich sagte, ja, der fährt auch eine Heritage Deluxe. Ich sag, ja, dann ist das aber. Ja, doch, ja, genau. Dann sagte er, ja, wie kann man denn mit so einem hohen Lenker fahren? Der war auch so groß wie ich, aber älteres Semester. So ein, keine Ahnung. Der kam mir so vor wie so ein Zahnarzt, der dann mal dreimal im Jahr sich auf seine Halde setzt. So einer. Egal, sag ich, es geht, ne? Solange du nicht mit deinen Armen über deinen Schultern bist, hast du da eigentlich auch keine Probleme. Sagt er, ja, wisst denn das mit dem Wind? Ist ja, ob du die Arme jetzt oben hast oder unten, der Wind kriegst du trotzdem auf dem Oberkörper. Ansonsten, wenn dich das stört, machst du die Scheibe vorne drauf. Sagt er, ah ja, Scheibe hat er auch. Sag ich, ja. Muss man für dich selber entscheiden, musst du ausprobieren. Das kann dir keiner sagen, ob das jetzt für dich gut ist oder nicht. Ja, und dann sagte der, ja, wenn du da dann gleich hinfährst, fahr da und da rum. Ich so, ja, ich kenne mich aus. Außerdem war ich gerade schon da. Ja, war aber ein nettes Gespräch. So, der kam auf mich zu. Ich dachte, als wenn der jetzt gezielt zu mir gekommen wäre irgendwie. Keine Ahnung. Sah ein bisschen komisch aus so. Erstmal, ich dachte erst, der will mich jetzt kippnappen oder so. Keine Ahnung. Manchmal weiß man ja nie, was in den Menschen so vorgeht. Aber naja, ah, lustige Geschichte gerade mal wieder. Da, BMW GS-Fahrer. Ey, der hat keine Warnweste an, der ist mir sympathisch. Ja, dazu hatte ich ja mal ein Video aufgenommen, habe ich aber noch nicht veröffentlicht. Auch schon mit der DJI. Habe ich aus dem Grund noch nicht veröffentlicht, weil ich erst das Video online stellen will, was ich vor diesem hier, also am heutigen Tag, aufgenommen habe. Ah, mit den Füßen abgerutscht. Ja, los, halt schnell mit den Fußrasten aufgesetzt, zack, hast du die Füße auf dem Boden. So schnell geht das. Also eine komplett schwarze Halle finde ich aber auch schön mittlerweile. Ich meine, fand ich schon immer schön. Ja. Außer diese Standard-Street-Bob, also nee. Die jetzt nicht. Es gibt ja dieses Street Bob Schwarzmatt und dann noch so ein etwas anderes Schwarz, was so, das ist zwar matt, aber hat irgendwie so eine Art Pearl-Effekt, was ich richtig cool finde. Und eventuell, aber ganz großes, eventuell, wenn wir mal überlegen, wenn ich mal wirklich Koffer für die hier geholt habe, die müssten dann ja auch noch lackiert werden. Aber irgendwie
fände ich es auch geil, die komplette Harley dann mal irgendwie farblich umzugestalten. In irgendeinem so krassen, ich weiß nicht, Metallic-Rot oder irgendwie sowas. Also nicht so ein Standardrot, sondern so ein Rot-Orange-Metallic-Mix, irgendwas. Vielleicht gibt es da sowas als Folie. Und da hätte ich ja auch jemanden an der Hand. Meine kleine Folienprinzessin, mit dem ich, den habe ich kennengelernt vor Jahren mal in Gitter Roleplay. Und der hat eine eigene Foliererei in, ja, irgendwo da im Extertal da. Weiß gar nicht genau jetzt den Ort, wo, aber das sind, ist es noch NRW? Weiß ich gar nicht. Da Richtung Paderborn oder irgendwie sowas da in der Ecke. Und wenn ich mein neues Auto habe und wenn der Wagen Silber ist, wenn ich den kaufen sollte, dann werde ich da mal hinfahren. Denn wir hatten ja damals bei meinem alten Mercedes eigentlich schon mal drüber gesprochen. Ja, wenn der soweit fit ist und sowas, dann nur noch folieren. Aber dann hast du, die Idee war ganz gut. Aber die Idee ist so entstanden, dass wir das halt auch filmen. Er für seinen Kanal, ich für meinen Kanal. Und die Idee ist jetzt wieder aufgeflammt, als ich mal ein paar seine Videos jetzt geguckt hatte. Und dann habe ich ihn nochmal angeschrieben. Ich so, hey Phil, wie sieht das aus? Wir hatten doch mal was vor. Und sagte, jo, können wir machen, gar kein Problem. Und dann schauen wir mal. Und vielleicht wäre das auch so ein Projekt, auch für ein Video, eine Harley zu folieren. Auch im kompletten Video für euch. Für ihn Werbung, für mich geil, für euch geil, alles geil. aber ich wüsste nicht, in welcher Farbe. Ne, schwarz will ich nicht. Ich habe ja bewusst diesen weißen Pearl genommen. Ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Also, da ist es ganz weit entfernt noch alles der Gedanke, ne? Weil erstmal würde ich dann wahrscheinlich Autodach machen und sowas und Spiegel. Könnte ich eigentlich auch selber, habe ich schon mal gemacht, nicht nur einmal. Aber dann will ich es doch auch anständig haben. Ja. Also so ein Gedanke, das ist jetzt alles hier noch nicht so irgendwie ein Stein und überhaupt ist gar nichts in Stein gemeißelt, aber so eine Art von Projekt schwebt mir da so ein bisschen vor, gerade so mit dem Auto vielleicht zu machen. Und sollte ich hier mal wirklich Koffer haben, ich weiß nicht, vielleicht kriegt man ja auch die Farbe von der Harley irgendwie so halbwegs als Folie hin, kann ja auch sein. Ja, werden wir mal sehen. Sonst halt immer so ein paar Gedankensprünge, die ich dann mal schon mal habe, aber scheiß drauf. So.